Oh, willkommen zu einem weiteren Captain Todd Treasure Tracker Video. Ich spiele die Switch-Version und jetzt, wie ihr sehen könnt, kommt nicht mehr die Mario 3D World-Sequenz, die wir aus dem Wii U-Teil kennen, sondern wir sehen die Odyssey, die im Hintergrund erscheint. Und das ist eine ziemlich nice Sache. Ja, moin! Toadette! Man kennt's! So, das Abenteuer geht weiter in Super Mario Odyssey. Yes. Ihr müsst wissen, alle die gerade dieses Video sehen, ich habe mich 8,5 Stunden um dieses Spiel gekümmert. Ich spare mir weitere Bemerkungen in negativer Form, um die Level jetzt zu spielen, die auf uns zukommen. Und die werden wir uns in diesem Video angucken. Wissen Sie Bescheid. So. Es gab hier übrigens eine Aufgabe, die ich nicht gemacht habe. Ich habe sämtliche Level zu 100% gemacht. Bis auf das letzte, was ihr gerade eben gesehen habt, weil ich da kurz vor Ende gestorben bin und nee, das Level will ich mir nicht nochmal auf 100% antun, weil es mir viel zu behindert ist. Glückwunsch! Die Bonus-Episode ist nun verfügbar. Sehr gut. Und in der Bonus-Episode wartet der geile Super Mario Odyssey-Scheiß auf uns. Super Mario Odyssey-Länder. Nice. Und das sind sie. Die Pyramide im Wüstenland, Lorenfahrt im Kaskadenland, das Stromkraftwerk im Cityland, der Chef Gok im Schlemmerland. Und das sollte, glaube ich, sogar alles gewesen sein. Also das sind, glaube ich, 4 oder 5 Level gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Es sind 4 Level nur? Okay. Ich dachte, es wären 5 gewesen. 1, 2, 3, 4. Was man auch hier an diesem am Mond erkennen kann, der oben links im Buch zu erkennen ist. Okay, das sind halt nur 4 Level. Darauf habe ich jetzt 8,5 Stunden hingearbeitet. Das lohnt sich ja doppelt. Oder vierfach. Deswegen, moin. Die Pyramide im Wüstenland. Und das Spiel sagt mir gerade, dass ich Joy-Cons benutzen soll. Nein, danke. Werde ich nicht tun. So, die Musik ist natürlich wie in Odyssey gehalten. Wunderbar. Nur wie komme ich da runter? Ich glaube, ich weiß wie. Okay, passt auf. Aber thematisch sieht es aber genauso aus wie in Odyssey, ja? Die Eiswüste, hier die ganzen Eis-Dingenskirchens. Ja, die Eisgletscher, Berge. Ich kann nach 8 Stunden Captain Todd gefühlt auch kein Deutsch mehr. Das tut mir sehr leid. So, hier ist es wichtig, die Platte runterzusetzen, sie wieder hochzusetzen und uns zu verstecken. Okay, nicht unbedingt, aber hey, wir haben hier einen besonderen Abteil freigeschaltet. Und zwar den Untergrundabteil mit dem puren Eis. Das ist nice. Okay, hier können wir uns wieder hochsetzen. Wir können uns auch generell hier wieder hochsetzen, um uns da den Diamanten zu holen, oder? Nein, können wir nicht mehr. Können wir das nicht mehr? Doch. Oder doch nicht? Okay, wir kommen nicht mehr hoch. Ja, das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir können das Level gleich nochmal spielen. Wir lassen uns mal fallen. Gönnen uns den Goldpilz und kommen wieder hoch. Okay. Ich hoffe, wir haben nochmal die Möglichkeit, an den Diamanten zu kommen, an den Juwelen zu kommen. Es wäre nicht sehr geil, wenn nicht. Deswegen hoffentlich spawnen wir über... Nein, wir spawnen nicht über den Kugelblitz. Schade. Ihr seht aber auch, dass hier thematisch alles etwas kleiner gehalten ist, ne? Wir sehen hier die Pyramide aus dem Wüstenland in ganz, ganz klein. In kleiner Form. Generell ist das hier ein etwas komprimierteres Gebiet. Und wir kommen doch nochmal dran. Perfekt, Mann. Nice. Okay. Oh, fuck, das war knapp. So. Erstes Juwel müsste das sein. So ist es. Perfekt. Können wir es hier irgendwie so ein bisschen durchglitschen oder so? Ja, können wir sogar. Ja, moin. Man kennt's. Gut, da ist das zweite Juwel bei der Pyramide. Und da haben wir den dritten Juwel. Aber das wird wohl der zweite sein. Och, bitte, Todd. Stell dir mal nicht so an. So, und nochmal. Da muss man sich ganz einfach querstellen. So, die Plattform drücken wir runter und kommen
Hoffentlich. Hoffentlich. Wir kommen zum Juwelen. Gucken wir mal die Gegend ganz genau an. Okay. Bin ich gerade eben nicht auch nach rechts gelaufen? Na, ist egal. So, wie kommen wir nach ganz oben? Auch hier, seht ihr hier an der Pyramide, wie einfach hier, der Sphinx-Löwe fehlt. Genauso wie in Odyssey auch. Das ist sehr detailreich und sehr mit Liebe gemacht. Das ist cooler Fanservice. Und wie komme ich jetzt nach oben? Ah, ich glaube, ich weiß ich wie, weiß ich wie? Ja, weiß ich. Okay, wir müssen die Plattform hier ausnutzen und uns dann hochbilden. Ich bin sehr gespannt, was die Aufgabe ist, aber ich glaube, die geheime Aufgabe in dem Level wird wahrscheinlich sein, den Goldpilz zu sammeln und das haben wir geschafft. Also easy. Es könnte aber auch sein, dass wir hier natürlich noch die 100 Münzen vollkriegen müssen. Was natürlich auch heißt, dass man den Goldpilz sammeln muss. So, die Bricks machen wir ganz kurz kaputt. Beziehungsweise holen uns die Münzen da raus. Sehr gut. Oh nein, nicht runterfallen. Oh Gott. Natürlich klappt das jetzt nicht. Ich liebe das. Komm schon. Ja, okay. Ich möchte mal anmerken, dass diese Blaupunktfunktion hier, die ihr hier auf dem Bildschirm erkennen könnt, nicht sonderlich gut funktioniert, aber das liegt halt am Spiel irgendwie selber, weil es versucht auf Touchscreen zu machen, das aber nicht ist und es auch niemals erreichen wird. Also da muss ich sagen, die Steuerung auf dem Touchscreen des Wii U Gamepads damals war viel besser als die hier. Und, ah, und ich weiß, was wir mit dem mit der Rübe anstellen müssen. Die müssen wir in Richtung des Diamanten reinknallen. Perfekt. Na, aber ich finde diese Touchscreen-Funktion, um auf dem Bildschirm Sachen zu pressen, das hat damals viel besser funktioniert. Was ist denn hier los? Okay. What? Die Wüste bei Nacht, wie geil ist das denn? Der Background natürlich, ich glaube, der ist ein bisschen an das Wüstenland angelehnt, aber auch nur sehr komprimiert. Wie komme ich hier wieder runter? Wahrscheinlich hier rüber, oder? Hä, wie komme ich hier runter? Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ah, okay. Ja, ich habe den Goomba jetzt da nicht besiegen können. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So. Und es hört noch nicht auf. Es geht weiter. Okay. Renn, Todd. Renn, renn, renn. Sehr gut. Okay. Ich habe auch gerade eben gar nicht gesehen, dass es hier wirklich noch einen weiteren unteren Abteil gibt. Sehr nice gemacht. So, wir schützen uns hier. Indem die Kugelbillis gar nicht erst zu uns kommen. Wir halten die von uns fern. Und da ist auch schon der Mond. Der Powermond. Ja, moin. Man kennt ihn. Okay. Nein! Pass auf. Das ist so schwer, da runterzukommen, oder? Okay, wir machen das so. Zack, hoch und zack. Und dann haben wir es geschafft. Bla bla, ja moin. Ein Mond. Auf Nacken. Und wir haben die Mission geschafft. Goldpilz gesammelt. So muss das. Sehr gut. Das nächste Level. Lorenfahrt im Kaskadenland. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das Loren-Level hier aussieht. Das Ding ist, bei der Switch-Version kann man nicht den Gyrosensor des Controllers benutzen, den ihr an eurer Switch habt, damit ihr... Ah, guck mal. Ihr könnt den Scheiß schon vorher aktivieren. Ja, moin! Aber worauf ich hinaus will, ja, man kann, während man Lore fährt, nicht den Gyrosensor benutzen, um sich zu bewegen oder um zu steuern, um sich umzuschauen. Was bei der Wii U-Version ging. Hier geht's nicht mehr. Hier muss man einzig und allein auf den rechten C-Stick
gehen, was ich nicht unbedingt geil finde, ehrlich gesagt. So, mal gucken, was hier hinter ist. Ist da irgendwas? Ich habe nichts gesehen. Hier gibt es wieder Parapünktchen. Die wir natürlich auch besiegen werden. Haben wir geschafft. Okay, wo ist das erste Juwel? Oh, es sieht so gut aus, ey. Nein! Wir haben es nicht geschafft. Oh, da oben! Ah, hat nicht geklappt. Egal, beim nächsten Mal. Dann müssen wir halt nochmal ins Level reingehen. Ich finde, das Level sieht so gut aus. Man sieht halt, okay, es ist halt 1:1 die Odyssey-Grafik. Während Captain Todd's Treasure Tracker bisher eigentlich nur an Mario 3D World orientiert war, ist das hier voll auf Odyssey getrimmt. Das ist ziemlich cool. Ah, da wäre ein Juwel wahrscheinlich drin gewesen. Kann das? Ein riesiger Münzenberg. Man kennt's. Also, wenn euch das, was ihr gerade hier seht, gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Mario Odyssey sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von Captain Todd, Treasure Tracker und... Ach, du Scheiße, da ist ein Juwel. Sehr gut. Wenigstens das haben wir gefunden. Ja, dann abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr von Odyssey und Captain Todd Content verpasst. Wissen Sie Bescheid. Wirklich sehr atmosphärisch, wird gerade im Chat geschrieben und dem muss ich zustimmen. Ich nehme das hier gerade im Livestream auf, weil... Jungs... ihr müsst wissen, ich habe am Freitag um 14 Uhr mit dem Stream angefangen und wir haben jetzt 22.40 Uhr. Ich hänge 8 Stunden im Stream, um das hier spielen zu können. Wisst ihr, wie bitter das ist? Oi. 320 Münzen. Okay, wir waren aber nah dran. Und es gilt hier nicht, dass man alle Pünktchen oder so besiegen muss. Man muss nur 320 Münzen sammeln. Heftig. Werden die Münzen hier eigentlich auch schon gezählt? Ja, moin, werden sie. Okay, jetzt nochmal. Aber diesmal ganz in Ruhe. Wisst ihr, ich habe mich wirklich knapp 8 Stunden lang mit dem Spiel befasst und ich bin ausgerastet. Ich hatte zwischenzeitlich keinen Bock mehr gehabt auf das Spiel. Ich wollte es eigentlich abbrechen, bis zu diesem Punkt zu spielen. Und ja, ich weiß, dass man mit den Amiibos von Mario Odyssey sich die Level sofort ansehen hätte können und sich das Ganze hätte ersparen können. Alle Level zu spielen. Das war schon das dritte Juwel. Wo ist denn das zweite, bitte? Okay. Ja, ich weiß, dass man sich mit den Mario Odyssey Amiibos die ganzen 3 Kapitel hätte sparen können, aber ich habe es hier trotzdem gemacht, weil ich halt keine Mario Odyssey Amiibo habe, aber ich würde sagen, das Spielen und die Wartezeit hat sich auch irgendwo gelohnt. Weil Mario Odyssey war einfach ein cooles Spiel, ein sehr gutes Spiel und das hier setzen wir ganz nochmal die Krone auf. Hä? Warum sammelt man bitte den dritten Juwel vor dem zweiten ein? Das macht erstmal mathematisch keinen Sinn, aber wahrscheinlich dachte sich Nintendo, scheiß drauf, Sport 1. Okay, ich hoffe, hier finden wir noch genug Münzen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist. Oder vielleicht doch. Ah, sieht nicht gut aus. Es fehlen noch 19 Münzen, fehlen uns noch. Und unten finden wir keine weiteren Münzen mehr. Hier hört es ja direkt auf. Oder wenn wir uns rumdrehen, vielleicht sind hier noch Münzen? Nee, leider nicht. Sieht aber so gut aus. Ja, wir finden hier unten zwar noch 5 Münzen, aber das hilft trotzdem nicht. Schade. Egal, machen wir es eben nochmal. Das war der erste Diamant, Kai. Echt jetzt? Moment mal kurz. Ich will mir das Level nochmal ganz kurz angucken. Na gut, ich kann es eh nicht mehr sehen, weil die Juwelen gespeichert bleiben, aber habe ich gerade eben irgendwas falsch gesehen oder wurde echt, also keine Ahnung, wie die Reihenfolge der Juwelen war, aber habe ich irgendwie bei der Reihenfolge ein bisschen gecheatet oder so? Ich habe keine Ahnung. Boah, das funktioniert auch nicht, ey. Ich will einfach nur auf diesen Powerblock draufdrücken und es geht nicht. Sugoku schreibt gerade in den Chat, dass ein Zelda in der Grafik echt nice wäre. Das stimmt.
Wobei ich mich aber frage, ob die Grafik oder ob die Switch die Grafik in Open World aushalten würde. Aber gut, komm, probieren wir uns an den Münzen. So, ich glaube, den habe ich gerade eben nämlich nicht geholt, diesen Block. So, hol die Pünktchen. Jeden einzelnen, jede Münze zählt, habe ich das Gefühl. Deswegen nehmen wir jetzt jede einzelne mit, die wir kriegen können. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr als gerade eben geholt. Also sollten wir es vielleicht schaffen. Also wenn ich jetzt genauso spiele wie gerade eben auch, jetzt ab dem Zeitpunkt. Und vielleicht auch hier jede Münze einsammeln. Sollte es an sich kein Problem sein. Okay, da brauche ich nichts sammeln. Egal. Kommt, Münzen, 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 drauf da! Gönjamin! So, komm, auf den ein Pünktchen kommt sich an. Parapünktchen. Aber wisst ihr, ich habe mich wirklich stundenlang aufgeregt und... Oh, es reicht gerade so aus, ey. Um eine Münze reicht's aus. Knapp, knapp, Orangensaft, jawohl! 360 erstmal gemacht. Kann man auf jeden Fall mal bringen. Aber ja, auch hier im Background seht ihr wieder mal die schönen Kaskadenland-Texturen. Sehr schön. Richtiger Windows 10 Hintergrund. Was geht? Ja, sehr knappe Runde. Sehr, sehr, sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Um eine Münze. So, das waren schon mal 50%. Zwei Level fehlen noch. Jetzt kommt das Cityland. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich denke, das ist aber eher so ein richtiges Erkundungslevel. So, nice. Man startet halt wie in Odyssey. An einem etwas weiter entfernten Punkt, bevor man dann mit dem Stromkreis, beziehungsweise hier mit der Röhre, weil es halt nicht anders geht, weil es halt in der Engine so verbaut ist, hier in die Stadt. Okay, und da haben wir schon den Mond. Natürlich in braun gehalten, in Bronze, ja. Und ich sag mal so, die Hammerbrüder gehen mir auch gerade dezent auf den Sack. Können wir hier runterfallen? Nein, wir können hier nicht runterfallen. Also nicht so wie in Odyssey. Ja, moin! Eine Party, was geht? Kann man die Level eigentlich auch mit Toadette spielen? Ich weiß es nicht. Aber cool, das soll wohl so ein kleiner... Das ist dieser kleine Partysaal, den es auch in New Donk City gegeben hat. Ich sehe nichts, die Kamera. Ich glaube, hier geht es als nächstes weiter, oder? Ne, hier gibt es nur Münzen, okay. Ja, wie kommen wir denn jetzt weiter? Denn hier ist es gesperrt, da geht es nicht weiter. Aber hier geht's rein. Ah, okay. Das, was in Mario Odyssey nicht möglich war, dass man die Häuser begehen konnte, das ist jetzt hier möglich. Also ist er schon irgendwie ein bisschen erweiterter, nicht wahr? Okay, wir warten, bis er weggesprungen ist. Nein, runter! Gehen Sie nun! Okay. Ich nutze mal jede Münze, die ich hier kriegen kann. Wer weiß, was das Ziel ist. Am Ende geht's hier echt noch darum, Münzen zu sammeln. Okay, die Pfeiler, die man auch schon natürlich kennt aus Mario Odyssey. Bringen uns hier weiter. Hätten wir nicht prinzipiell uns diesen Weg sparen können und von der Hausfassade hier auf diesen Pfeiler gehen können? Also auf genau den hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte es funktioniert, keine Ahnung. Selbst wenn. Wir sind mal gründlich und erforschen hier alles. Kann ich auf den drauf fallen? Es hätte geklappt. Wir warten noch mal kurz ab. Ich lasse noch mal ganz kurz hier hinkommen. Komm doch jetzt her. Mach doch keine Faxen jetzt. Komm hierher jetzt. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ich will ihn dort an dem Ort haben. Und vielleicht ist ja das Ziel, dass wir... Ja, da ist er. Da ist er, da ist er. Komm. Nein, nicht wegspringen. Am Ende ist halt echt das Ziel, dass wir die Hammerbrüder besiegen müssen. Ich nutze das jetzt aus, also komm her.
Tu mir den Gefallen. Ja. So, auf deinen Nacken drauf, du Sau. Okay. Wow. Da bricht das mal der Pfeiler an, macht die Straße kaputt. Ich zahle die Reparaturkosten nicht. Okay, 10 weitere Münzen. Lecker. Ach, diese Musik, Alter. Das ist doch nice. Was ist hier? Ach! Ha, okay. Man hat halt in der Engine das Ganze so gemacht. Wie komme ich denn da hin? Es gibt ja keine andere Möglichkeit als... Also in Odyssey kann man halt diesen Goodie kapern und ihn zur Seite ziehen. Hier musst du halt ZR drücken, weil es halt nicht anders funktioniert. Nice. Wir gehen hier rein. Geht's. Und... Ah, selbst den... Untergrundabteil haben sie eingefügt. Nice. Den habe ich schon fast vergessen. Ah, hier das Stromkraftwerk. Das war ja damals in Odyssey sogar in der Hauptstory die Handlung, dass man sich um das Stromkraftwerk kümmern musste, damit New York City weiterhin Strom hat. Nice. Hm. Also, geht's noch? Wie weit bewegt er sich bitte? Ist mal irgendwann okay. Nein, bleib da. Gib mir bitte wieder einen Pilz. Nein! Oh Gott, wenn ich jetzt gestorben wäre, Mann. Ja, danke schön. Wie komme ich da hin? Wie funzt das? Ich sehe da, da ist so ein Stromnetz an der Wand. Hilft mir das irgendwie? Wir werden es sehen. Hä? Wie komme ich da bitte hoch? Ich habe das Gefühl, ich würde von oben wieder hier runterfallen, um auf die Piranha drauf zu springen, um an das zweite Juwel zu kommen. Ich glaube, wir können da jetzt noch gar nicht drankommen. Deswegen... Oh Gott. Verschwinde. Verschwinde. Drücken hier dran und was passiert? Okay, Strom ist da. Nice. Also, ich weiß zwar nicht, in welchem Zeitstrang das spielt und welche Perversion sich Nintendo dabei hat einfallen lassen, aber wir haben vor Mario das Stromkraftwerk damit mit Strom befüllt. Kann man sich doch gönnen, oder? Okay, den machen wir auch kurz kaputt. Nice. Und jetzt gucken wir nochmal, was hier oben denn ist. Da glänzt irgendwas. Seht ihr das? Oder da war irgendein Schatten. Sind das Münzen? Aber von wo kommen die? Von wo werden die reflektiert? Sehr komisch. So, und wir kommen sogar jetzt hier hoch. Okay, perfekt. So, und hier drauf. Dann machen wir kurz den Piranha platt. Weil müssen wir das überhaupt? Nee, aber wir machen es trotzdem, weil wir es können. Hoffentlich. Ja, ah, ah, ah! Okay. Zweites Juwel. Nice. Und dann ist die Frage, wie machen wir weiter? Müssen wir jetzt wieder nach rechts? Weg mit dir. Vorsicht, Alter. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich habe keinen Bock, mal alles von vorne zu machen. Ah, da geht's wieder raus. Okay. Ach, hör doch auf. Weißt du, dass du da warten musst? Ja, hätte sich vielleicht hier verstecken können. Ja, okay. Okay, raus hier. Gehen wir kurz zu den Münzen, sammeln die kurz auf und dann... Oh, da ist noch ein Goldpilz. Okay. Der ist relativ offensichtlich zu sehen. Den merken wir uns auch vor, für gleich. So, mit der Kamera mal ein bisschen dran. Es gibt in Captain Todd nichts Schlimmeres als die Kamera, weil die sich immer irgendwie versucht rauszuzoomen. Okay, selbst die Pfeiler bewegen sich jetzt. Das heißt, wir können jetzt auf ihn drauf, um uns hier weiter zu bewegen. Wo ist eigentlich der andere Hammerbruder? Ne, hier würde ich wieder zum anderen, zum Level, hier würde ich zum Levelende kommen. Das will ich aber nicht.
Ich will weitermachen. Das tun wir auch. So, wir gehen hier hoch, gönnen uns den Goldpilz. Das dritte Juwel brauchen wir auch nochmal irgendwie, ne? Das ist richtig. Ah, kann es sein, dass wir jetzt hier... Ja, genau. Das habe ich jetzt gerade linguistisch nicht festhalten können, weil es so, ich sag mal... Brainfucked war. Aber wir können hier hoch und bekommen wahrscheinlich dann jetzt das letzte Juwel. Das sieht so gut aus, ey. Das Ding ist halt nur, ich glaube nicht, dass Todd es aushalten würde, wenn er jetzt hier runterspringt. Und, ja, wusste ich's doch. Fängt erstmal an zu heulen. So, ich kann mir auch hier vorstellen, dass es entweder um den Goldpilz geht oder man darf keinen Schaden erleiden. Oder man muss wahrscheinlich so 200 Münzen oder so sammeln. Oder sogar 300, weil es kann natürlich auch sein, dass es am Levelende, welchem wir jetzt gleich betreten werden, noch ein paar Münzen kriegen. Und nein. Fuck. Oh, fuck, ich hoffe... Wo ist eigentlich der Hammerbruder? Es gab doch zwei von denen. Wo ist der andere? Wie komme ich an die Münzen dran? Ah, warte mal kurz. Okay, gut, dass wir da mal zurückgegangen sind. Captain Todd in Odyssey. Ja, moin. Wir mussten hier. Ja, ja, okay. Hätte ich mir auch was denken können. Und nochmal Ehrenrunde. Okay, scheinbar ist das Ziel, alle Gegner zu besiegen. Da müssen wir gleich gucken, wie wir es schaffen. Und. Jo. Mal sehen. Komme ich da so hin? Nee, ne? Okay. Ich gehe nochmal zurück. Nur ich frage mich halt, wenn ich jetzt nochmal in die Kanalisation reinsteppe, wie kann ich denn die anderen Piranhas besiegen? Gerade bei dem hier frage ich mich das. Weil ich kann halt mit ZR vielleicht gucken, dass ich das so ein bisschen betäube, aber besiegen kann ich den damit nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das funzt so nicht. Also irgendwie... Fehlt mir da gerade was. Hm. Egal, wir gehen mal zum Levelende und schauen mal. Vielleicht zählen die Piranhas ja nicht als Gegner, aber das werden sie wahrscheinlich dann doch tun. Ich denke mal, hier bekommt man bestimmt einen Hammer, ne? Ja, moin! Ich würde auch ganz gerne mit dem Hammer runtergehen, aber ja, wahrscheinlich machen müssen, oder? Also wenn es hier wenigstens einen zweiten Hammer gegeben hätte oder so. Naja, wir beenden das Level. Und probieren das mit den Piranha-Pflanzen gleich nochmal. Ja, alle Gegner besiegt. Ja, das ist natürlich im Chat gelesen und ja. Okay. Dann machen wir es halt eben nochmal. Ich frag mich, wo ist gerade der zweite Hammerbruder abgeblieben? Der war auf einmal weg. Keine Ahnung, wo der hin war. Aber an sich, es sind ja nicht viele Gegner. Es sind vielleicht zwei Hammerbrüder hier außen und dann... halt noch die paar Piranhas unten. Aber ich weiß halt nicht, wie ich den besiegen soll. Ich kann jetzt vielleicht auf ihn drauf springen. Ja, okay. Der muss halt manchmal Glück haben, dass die Hammerbrüder einen Gönnjamin machen und an die richtige Position springen. Und da ich jetzt weiß, dass ich mich hier nicht um Münzen kümmern muss, können wir eigentlich relativ schnell wieder durchrennen. Wir hoffen, dass der Hammerbruder gleich wieder an diese Position geht, damit wir ihn da besiegen können. Perfekt. Nein! Ach, komm schon! Fällst du auch da so... Und da so rausfallen kann. Aber ernsthaft, wie ist der andere Hammerbruder gestorben? Ich verstehe es halt immer noch nicht. So, als wir rauskamen, war der auf einmal weg. Der dachte sich wahrscheinlich, ja, Bruder muss los.
Ich hab noch irgendwo anders was zu tun. Keine Ahnung. Bye. So, wir warten nochmal ab. Aber wie ist er da gerade eben rausgefallen? In Odyssey waren die Teile nämlich rundum mit Drahtzaun umhüllt. Und das ist jetzt hier nicht mehr so. Das war ein bisschen verwirrend. So, wir gehen runter. Gucken uns an, wie wir das Ding besiegen können. Ah, okay, ich hätte hier drauf springen können. Ich hätte hier drauf gehen können, dann auf ihn drauf springen. Ja, okay. Ja, okay. Das habe ich gerade eben nicht gesehen. Tut mir leid. Jetzt habt ihr das Level wahrscheinlich tot gesehen, aber ja, YOLO. Es sind an sich nur 6 Gegner, oder? Oben 2, unten 4. Und das sind hier halt hier nur die Piranha-Pflanzen. Unten und oben halt die Hammerbrüder. Aber egal, da werden wir uns gleich mal das Schlepperland reinlunzen. Und gucken, wie lecker das ist. Ich freue mich schon drauf. So, erstmal hier auf dem drauf springen. Dann noch auf den. Komm zurück. Komm zurück. Bleib hier. Danke sehr. Du bist ein Noob. Du benutzt nur die Touchscreen-Funktion. Ja, moin. Ja. Okay, und hier genau das Gleiche. Wir müssen auch wieder auf deren Nacken draufspringen, aber... Ich hab's bei dem Rechten da nicht gesehen, weil... keine Ahnung, Alter. Ich hatte keine Möglichkeit gesehen, auf ihn draufzuspringen. Und das geht ja halt nur über die erhöhtere Plattform, deswegen... Die wir gleich betreten werden, deswegen... Mach mal langsam jetzt. Brutz. So, da kommt doch schon angelaufen, die alte Sau. Okay, okay. Und moin! Er ist tot. Perfekt. Dann hätten wir es geschafft. So, komm, lass uns das Level beenden. Ich bin durch. Ich bin fertig mit der Welt. Wortwörtlich. Mhm. Alles klar. Gönjamin. Oh Gott, und jetzt noch das Schlemmerland. Und da haben wir einen Boss zu bekämpfen. Und zwar diesen Vogel. Das letzte Level. Und zwar der Chefkoch im Schlemmer... Chefkoch. Man kennt ihn. Das sieht halt 1:1 so aus wie im Schlemmerland. Ey, das ist so geil. Nice, Mann. Was haben wir hier? Münzen. So, wenn mir jemand im Chat durchgeben könnte, was hier die Quest ist, wäre ich dem sehr verbunden. Bevor wir nämlich jetzt gleich hier anfangen mit dem Level und wir auf ihn zurennen mit den Doppelkirschen, okay. Dann, möge man es mir sagen. Kann ich runterfallen? Ich kann da wirklich runterfallen. Okay. Okay, das Ziel sind hier die Kirschen. Alles klar. Dann werden wir es mal probieren. Okay, scheinbar geht die Wand hier kaputt. Okay. Der Chefkoch. Juwel Nummer 1. Ach du Scheiße, das geht aber... Ui. Okay. Ich habe das Gefühl, alles läuft hier irgendwie ein bisschen automatisch ab. Oh Gott. Nein, wir haben... einen Punkt verpasst. Das heißt, wir können das Level nochmal machen. Wir haben einen Shot verloren. Scheiße. Zwei Shots verloren. Okay, also ich denke mal, die Challenge werden wir nicht mehr schaffen und wir werden das Juwel on. Wo ist das Juwel? Ja, wo ist das gespawnt? Oder, ach, wir haben das schon. Ach so, okay. Ja, da guckst du, was? Du Sau.
Lässt er uns jetzt in Ruhe? Scheint so. Okay, wir gönnen uns den Mond und machen es nochmal. Ich habe das Gefühl, wir müssen mit 4 Tots das Level beenden. Also wir dürfen mit keinem einzigen sterben. Ja, war klar. Das kann lange dauern. So, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Also ungefähr, also ich habe halt irgendwie, das sah zwar aus, als hätte ich irgendwas gemacht, aber ich habe in Wirklichkeit gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur durchgerannt und habe gehofft, dass der mich nicht trifft. Ja, okay, den habe ich zwar schon gesammelt, aber sonst geht's mir auch gut. Ja. Das Ding ist, alle 4 Tots sind gerade etwas nah beieinander. Das ist an sich nicht schlecht. So, jetzt müssen wir nur alle diesen P-Switch treffen. Ja! Haben wir ihn? Wir haben ihn. Perfekt. Jetzt bleibt zusammen. Oh, ich sehe doch nichts. Das Ding ist, dieser Vogel verdeckt meine Sicht. Der Cock ist im Weg. Also manchmal, das meine ich jetzt aber auch wirklich ernst, ne? Ich finde, dass manchmal echt die Kamera komisch ist, beziehungsweise dass der Chefcock im Weg ist. Dass ich halt nicht sehe, wo diese verdammten... Ja, toll, er ist gestorben, oder? Ja, wir sind nur noch zu dritt. Ja, ich kann es eigentlich wieder beenden. Aber ich kann da auch eigentlich nichts für, weil die Kamera, wie gesagt, komisch ist. Wir können mal gucken, wie es hier weitergeht. Also wir können hier nach unten gehen, okay. Boah, das ist so schwer. Ja, komm, wir probieren es nochmal. Wir haben ja irgendwie voll die viele Leben gefarmt. Also es ist halt echt, in meinen Augen ist es irgendwie Glück, dass man das schafft, mit allen durchzukommen. Weil wie gesagt, wenn die Stachelbären hier im Weg sind und der Chefcock und... Ne, also... Ja, hallo. Wenn die Stachelbären kommen und im Hintergrund ist halt doch der Chefcock, der da seine Action macht und der die halt abwirft, sondern dann siehst du halt nicht, wo die herkommen. Und rennst halt automatisch rein, unterbewusst. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann doch nichts dafür. Also es wäre halt fair, wenn hier jetzt gleich nur irgendwie 2 Kirschen oder so erscheinen, aber das wird eh nicht passieren. Nee, tut's auch nicht. Das ist voll scheiße. Du brauchst halt echt Glück. Wie findet ihr denn diese Idee? Also ich finde die Idee mit dem Level eigentlich ganz cool, dass man hier durchrennen muss mit den Doppelkirschen und so. Ach, komm schon. Da willst du die einmal zusammenbringen und... Ach, meine Güte. Wie findet ihr es denn? In den Kommentaren. Findet ihr, dass es fair gemacht ist oder dass es halt ein bisschen unfair ist mit der Kamera und dass die Sicht verdeckt wird? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben und, ja. Wisst ihr was? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Es ist, wie gesagt, in meinen Augen Glück, ob du hier durchkommst oder nicht, weil ich mache hier halt wirklich nichts außer zu steuern und ich kann auch nichts anderes machen, als vielleicht ein bisschen auszuweichen da, wo halt diese Stachelbären, die Stachelbälle hinkommen. Aber mehr kann ich hier nicht tun und wenn die halt getroffen werden, weiß ich nicht. Vor allem, wenn der eine Tots, weißt du, was soll ich denn dagegen machen, Alter? Ich kann nichts dagegen machen. Also man hätte sie vielleicht eine Doppelkirsche oder 2 mehr aufstellen sollen, weil das ist sonst unfair. As fuck. Finde ich jedenfalls. Ich finde, es ist unfair gemacht, wenn man hier nicht noch ein paar weitere Doppelkirschen aufstellt. Weißt du, so 1 oder 2, die würden es schon tun. Weißt du, es ist einfach Glück. Gefällt mir irgendwie nicht. Weißt du, platziert doch wenigstens am Ende vielleicht noch eine Doppelkirsche oder so, weißt du, aber macht doch nicht so.
So, ich habe jedenfalls jetzt, ich habe jedenfalls alle jetzt in Reihe und Glied. Glied wegen Cock. Aha. Mal gucken, ob das hilft. In der Quere. In der Diagonale. Scheiße. Tod! Ach komm, Alter! Es muss halt echt nicht sein. Ja klar, Paul schreibt gerade in den Chat, dass es halt ein kurzes Level ist und deswegen ist es halt etwas schwerer und so, aber... Ja, das Level kann von mir aus 10 Meter lang sein, wenn man alles vollstellt mit einem scheiß Fettsack, der den Weg zusperrt oder die Sicht versperrt und, weißt du, so ein dünnem Feld und du kannst halt nicht frei bewegen, weißt du... Kannst du die hier auch nicht 100% schaffen? Das ist einfach nur Glück. Das regt halt auf. Also von mir aus kann das Level 10 Meter lang sein und einfach nur eine gerade Strecke sein. Wenn du alles vollstellst, sodass es halt Glück ist, ob du halt gewinnst oder halt mit allen ankommst oder nicht, dann macht es halt auch nicht besser. Das ist meine Meinung dazu. Okay, aber die sind jetzt gerade ganz nah beieinander. Das ist nicht schlecht. Es ist halt nur die Frage, ob man das in der Diagonalen, wie gesagt, so schaffen kann und... Ach, meine Fresse! Ich gehe gleich noch Game Over. Ich hatte irgendwie 16 Leben gehabt, jetzt habe ich 10. Ich verstehe das nicht. Wisst ihr, ich will es halt auf 100% machen, aber keine Ahnung, das hindert mich daran. Versuche jetzt noch ein paar Mal, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann brechen wir die Scheiße halt eben ab, weil das gefällt mir wirklich nicht. Also... Ich muss ehrlich sagen, das schwächste Level aus dem DLC. Oder, was heißt DLC, aber ihr wisst, wie ich meine. Das schwächste Level, was ich jetzt hier gesehen habe. Leider. Leider. Komm, jetzt mach kein harter Cash. Oh mein Gott! Aber ja, das leider schwächste Level aus dem Odyssey-Abteil. Trotzdem irgendwo cool, wenn man nicht die 100% beachtet. Alles klar, damit hätten wir jetzt in einer knappen Dreiviertelstunde, in der Schulstunde, die... Ah! Dieses Level abgearbeitet, oder diese 4 Level abgearbeitet. Schon vom Spielwert her länger als die normalen Cap-Tot-Level. Waren ziemlich cool. Das, was mir am meisten gefallen hat, war... Boah. Ich würde sagen, irgendwie die Pyramide. Die hat mir irgendwie am meisten gefallen. Die Lorenfahrt war auch ziemlich nice und Cityland war auch nice und das war auch auf seine Art und Weise cool. Aber am meisten habe ich, wie gesagt, das Wüstenland gefeiert. Wie ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bin raus, haut rein und ciao.